Herzlich willkommen zu einem weiteren Test eines Produktes, was ich kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommen habe, um dieses zu testen. Ich teste heute den RAV Power File Hub. Es ist ein 5 zu 1 Gerät, es ist ein Wireless SD-Kartenleser, ein externes USB-Flash-Speicher. Lesegerät. Wir haben einen externen 300 mAh Akku, ein NAS-Dateiserver sowie ein Wi-Fi-Hotspot, Wireless Media Streamer. Ich packe das Gerät jetzt mal aus. Im Lieferumfang enthalten ist eine Bedienungsanleitung, sehr ausführlich auf Deutsch und auf Englisch. Wir haben hier das schöne Gerät. Es sieht sehr vielversprechend aus. Von den Maßen her sind es etwa 11 cm lang und 7,5 cm breit. Und vom Gewicht her sind es 132 Gramm. Des Weiteren haben wir noch enthalten ein Mini-USB-Kabel. Ich werde als erstes den RAV Power File Hub mit dem Ladekabel an den Rechner anschließen, damit das Produkt auch geladen wird. Von den Anschlüssen haben wir als erstes vier Anzeigen. Einmal die Batterieanzeige auf der linken Seite, dann die Anzeige RW, das ist, wenn man eine SD-Karte einschiebt, die WLAN-Anzeige, wenn man verbunden ist im WLAN-Netz und die kleine Weltkugel, sprich, wenn man dadurch auch als WLAN-Router im Internet unterwegs ist. Wir haben hier einmal einen SD-Karten-Slot und einen USB-Slot, eine Reset-Taste. Auf der Seite haben wir den Mini-USB-Anschluss für die Verbindung zum Computer oder zum Laden, die An- und Ausschalterung. Hier haben wir nichts und auf der Seite haben wir auch nichts. Das Gerät liegt sehr gut in der Hand, ist sehr stabil. Gefällt mir sehr gut und jetzt werden wir mal weiter testen. Ich werde als erstes den externen Akku testen. Dabei werde ich mein iPhone laden und werde es anstöpseln und er lädt. Ich hatte es eben bei meinem iPad Mini schon getestet, da hat er nicht geladen. Woran das jetzt gelegen hat, weiß ich nicht. Ob jetzt hier gewisse Ampere-Leistungen nur gefahren werden können, kann ich jetzt hier nicht sagen. Für die Einrichtung gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir drücken den An- und Aus-Taster jetzt etwa 3 Sekunden. Dort sehen wir, dass das WLAN-Zeichen jetzt anfängt zu blinken. Als nächstes werden wir im Rechner schauen, wann sich Jetzt haben wir den File Hub gefunden, den verbinden wir jetzt mit dem WLAN und sehen, dass das Geblinke aufgehört hat. Als nächstes öffnet sich im Webbrowser diese Einstellung für den File Hub. Bei Admin, Usernamen geben wir Admin ein.
Das Passwort lassen wir frei, steht auch alles in der Bedienungsanleitung erläutert. Und loggen uns ein. Jetzt sind wir sozusagen im Gerät drinne. Wir haben den Software-Disk, das Netzwerk. Wir können die Daten uns alle anschauen. Wir können auf dem Explorer gehen. Dort sind derzeit keine Daten hinterlegt. Wenn wir eine SD-Karte oder so einlegen, sehen wir das alles. Die Informationen, Geräteinformationen und auf Einstellungen. Hier können wir noch ein Passwort eingeben, das machen wir jetzt mal nicht. Die Einstellung kann dann hier drüber fortgeführt werden und zwar über http://10.10.10.254, ist aber in der Bedienungsanleitung sehr schön beschrieben. Für die Verbindung eines externen Geräts, wie zum Beispiel ein Tablet, in diesem Fall mein iPad Mini, nutzt man eine App. Das ist dieses RAV FileHub von der Firma Hutu App. Dieses habe ich jetzt bei mir einfach mal draufgeladen. Dort kann ich dann zum Beispiel auf die SD-Karte zugreifen. Das sieht dann so aus. Ich habe hier einmal meine eigenen Inhalte, die er anzeigt. Und ich habe auch Einstellungsmöglichkeiten. Des Weiteren kann ich jetzt hier auf das Gerät zugreifen. Ich habe jetzt hier eine SD-Karte eingefügt. Das ist die hier. Da arbeitet er jetzt ein bisschen. Das kann ein bisschen länger dauern, dadurch, dass ich jetzt eine SD-Karte genommen habe, die absolut voll ist. Hier hat er sie aber auch schon. Der RAV Power File Hub ist in meinem Test absolut gut davon gekommen. Das 5:1 Gerät, vor allen Dingen auch vom Design her sehr ansprechend, kann recht viel. Es ist ein Wireless SD-Kartenleser für externe Geräte. Es ist ein Media Sharing Streamer, sprich Sie können Fotos, Filme, Musik zwischen Android- oder iOS-Geräten hin und her schieben. Sie können es als externen Power-Akku nutzen, 3000 mAh, oder unter anderem auch als Wi-Fi-Hotspot. Das Gerät bekommt von mir 5 Sterne. Preis-Leistungs-Verhältnis ist auch sehr gut, knapp 40 Euro. Von der Qualität her super, kann man gar nichts gegen sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.